Es war ein kurzer, heikler Tagestrip des Kanzlers nach China. Gerade in Krisen sei das direkte Gespräch wichtig. So verteidigte Scholz seinen umstrittenen Antrittsbesuch bei Machthaber Xi Jinping. Der wurde in Bezug auf Russlands Krieg in der Ukraine unerwartet deutlich. Der Einsatz von nuklearen Waffen oder die Drohung damit müsse abgelehnt werden. Aus Peking berichtet Miriam Steimer. Der Besuch des Kanzlers war ja vorab in der Kritik, fragen wir Thomas Reichert, der Olaf Scholz begleitet. Was ist die Bilanz auf der Habenseite? Scholz ist mit großer Wirtschaftsdelegation angereist. War das erfolgreich? Das Gespräch haben wir vor dem Rückflug unseres Korrespondenten aufgezeichnet. Schauen wir in die Ukraine. Im Süden, im russisch besetzten Cherson, verhängte der Statthalter eine Ausgangssperre. Seine Begründung ist, drohe ein Angriff auf die Stadt. Kann es sein, dass ein deutsches Unternehmen trotz des Angriffs auf die Ukraine einen Rohstoff liefert, mit dem Flugbenzin für russische Kampfbomber produziert wird? Das legen Recherchen vom ZDF-Magazin Frontal und dem Spiegel nahe. Der Mineralölkonzern Wintershall-Dea weist die Vorwürfe zurück. Über die Hintergründe Frederik Obermeier und Hans Koberstein. Mehr zu den Vorwürfen in der nächsten Ausgabe von Frontal am Dienstag um 21 Uhr und schon jetzt in der ZDF-Heute-App. Der Krieg in der Ukraine ist auch Thema beim zweiten Tag der G7-Runde in Münster. Die Außenminister warnten Russland vor einer weiteren Eskalation des Kriegs. Scharfe Kritik auch an Iran wegen der anhaltenden Gewalt gegen Demonstranten. Die Kernbotschaft der Runde der Sieben: Einigkeit und Geschlossenheit. Andreas Künast fasst den Tag zusammen. Bitteres Zeugnis für die deutsche Klimapolitik. Zu wenig, zu langsam, zu spät und zu inkonsequent sei sie. So das Urteil des von der Bundesregierung beauftragten Expertenrats. In seinem ersten Gutachten heißt es, wenn es so weitergeht, seien weder die selbstgesteckten noch die internationalen Klimaziele zu erreichen. Wenig Hoffnung macht auch der Blick in die Antarktis. Dort sollte das größte Meeresschutzgebiet der Welt entstehen. Doch dieser Plan ist auf einer Tagung wieder gescheitert, wieder am Widerstand von China und Russland. Konkret geht es um eine Fläche von fast 4 Millionen Quadratkilometern in der Antarktis. Besonders geschützt wäre dann das artenreiche Weddellmeer, ein Rückzugsgebiet für Seehechte, Krillkrebstiere und Kaiserpinguine. Norman Odenthal über die Interessen am Südpol. Zurück nach Deutschland. Die Ampelkoalition hat sich auf Änderungen an dem geplanten Hartz-IV-Nachfolger, dem Bürgergeld, verständigt. Damit will sie eine Schlappe im Bundesrat verhindern, denn die Union verweigert die Zustimmung zu dem Gesetz. So soll es einige Verschärfungen geben, zum Beispiel bei der Übernahme der Heizkosten und bei der Karenzzeit. Ob das Gesetz damit durchgeht, ist offen. Die hohen Lebenshaltungskosten, der Krieg, die Unsicherheit, das treibt viele Menschen auf die Straße. Vor allem im Osten gibt es seit Wochen Proteste gegen die Politik der Bundesregierung. Bislang blieben sie weitgehend friedlich. Doch die Sorge vor wachsendem Einfluss von Rechtsextremisten ist groß. Das war heute Thema der Innenminister der Ostländer in Erfurt. Melanie Haag hat mehr. Nach der Übernahme von Twitter treibt Elon Musk den Umbau des Kurznachrichtendienstes voran, mit massiven Entlassungen, die heute per E-Mail verschickt wurden. Laut Medienberichten könnte etwa die Hälfte der 7.500 Angestellten von den Kündigungen betroffen sein. Werfen wir noch einen Blick auf eine besondere Ausstellung, eine Hommage an Marc Chagall. Jeder kennt die bunten Bilder des französisch-russischen Künstlers. Die Frankfurter Schirren widmet sich seiner eher düsteren Periode. Schmerzvolle, eindringliche Zeugnisse der 30er und 40er Jahre. Welt in Aufruhr heißt die Schau, irgendwie auch passend für unsere Zeit. Peter Theissen. Tja, kreativ muss jetzt auch der Bundestrainer sein, Norbert. Die Frage ist, wen er als Stürmer mitnimmt zur WM nach Katar. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Timo Werner hat Bundestrainer Hansi das Ziel der beiden natürlich, eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris 2024. Schauen wir mal. Ja. Jetzt erstmal Wochenende. Das wird herbstlich. Die Details zum Wetter hat gleich Christa Orben.
Um 10 begrüßt Sie Christian Sievers im Heute-Journal. Wir wünschen Ihnen ein unbeschwertes Wochenende. Machen Sie es gut und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.